Yo, 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 Leute, was geht ab? Euer Dani hier wieder am Start. Und heute kommt mal wieder ein neues Video. Kaum zu glauben, aber wahr. Und zwar sind wir heute wieder mit der wunderschönen Elektroschwalbe unterwegs von GoVax. So, ist frei. Heute haben wir mal schönes Wetter, also die Sonne scheint mal. Es hat ja die ganzen letzten Tage nur geregnet. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, mal ein Video aufzunehmen. Aber heute habe ich gedacht, komm, ich schnapp mir schnell die Schwalbe und drehe eine kleine Runde mal. Und ja, stelle euch heute einfach mal die Schwalbe vor. Ich halte jetzt gleich mal irgendwo an und dann gehen wir mal ein bisschen rum und ich erzähle euch einfach mal ein paar Daten dazu. Ja, ansonsten für alle, die noch Reaction-Videos haben oder Fail-Videos, also ich sag mal Fail- oder Win-Videos, unten habe ich meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr die Videos hinschicken. Bitte nur eure eigenen Videos. Oder ich habe den Link von WeTransfer da unten auch noch reingemacht. Da könnt ihr Videos, die größer als 20 MB sind oder so, könnt ihr da hochladen und schickt mir dann davon den Link. Ja, ansonsten guckt euch auf jeden Fall noch das Kadi und Salz Video an. Da steckt so viel Arbeit einfach drin. Das verlinke ich euch unten auch mal. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da, weil wie gesagt, da steckt echt viel Arbeit drin. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir da nochmal hinfahren können und nochmal ein neues Video machen können. Das wäre halt echt nice. Ja, sonst für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, unten könnt ihr ja Merch-Shop mal abchecken. Und bei Helm Express gibt es aktuell noch 15% Rabatt mit dem Rabattcode DERNE15. Also für alle, die noch Weihnachtsgeschenke brauchen, könnt ihr unten mal vorbeischauen. So, jetzt aber zu den guten GoVax oder zu der guten GoVax Schwalbe. Ich fahre mir natürlich mal wieder im Boost-Modus rum. Weil der Boost-Modus einfach am heftigsten ist. Ne? Ich feiere diesen Boost-Modus. So. Ja, der Lemke ist damit auch vor kurzem gefahren. Mit der guten Schwalbe hier. Das Video kommt dann auch die Tage. Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen schlauer gemacht. Wofür jetzt zum Beispiel, ich habe hier einmal den Boost-Modus. Das ist ja jetzt hier Full-Power-Modus. Der Cruise-Modus ist ja so ein mittlerer Modus, sage ich einfach mal. Wenn man ein bisschen cruisen will, sage ich einfach mal, da hat man ungefähr 75% Leistung, so grob würde ich sagen. Go-Modus ist wirklich, wenn man gechillt durch die Stadt fahren will, haben wir ja schon mal drin gehabt. Neutral ist einfach, ja, das ist alles anders, aber ja, einfach nichts passiert, weil neutral. Und dann haben wir dieses Crawl. Da wusste ich echt nicht, wofür das ist, aber mittlerweile weiß ich, wofür das ist. Und zwar, jetzt mal angenommen, ihr fahrt durch die City, so ganz cool, so mit der Turbine hier, und ihr wollt jetzt einparken. Na komm, wir parken morgen vor allem, wo niemand ist hier. So, wir wollen jetzt hier einparken. Wir sind jetzt eine Frau. So, wir parken jetzt hier ein. Wir sind jetzt eine Frau, 50 Kilo, 1,60 groß. Das Ding etwas schwerer für eine Frau. So, wenn die jetzt hier rückwärts raus will, denkt die so, oh, das ist schwierig hier. Sagen wir mal, geht noch vielleicht ein bisschen Senke nach unten. Man muss rückwärts schieben, hoch. Und dann kann man hier einfach den Crawl-Modus reinmachen. Ding ist einmal für vorwärts und einmal für rückwärts. Der ist für rückwärts und der ist für vorwärts. Und wir machen jetzt immer für rückwärts rein und dann kann man hier Gas geben und dann hat man so eine richtige Hilfe, die einen mithilft. Ich gebe jetzt hier nur ein bisschen Gas und das mache ich nach vorne, so. Ihr seht, ich gebe Vollgas. Ja, dann hat man hier weniger als Schritttempo, wo der Motor mithilft einfach, um dann vernünftig ausparken zu können. So, jetzt machen wir wieder im Boost-Modus rein. Puh. Ja, dafür ist das denn. Also ist auf jeden Fall eine geile Funktion, gerade für Leute, also jüngere Leute, die vielleicht noch nicht so viel Kraft haben, oder für Frauen, finde ich eine geile Funktion auf jeden Fall. Es ist jetzt einfach Wahnsinn aktuell, die Zeit, wie schnell es dunkel wird. Ne? Aktuell muss ich auch auf der Arbeit immer ein bisschen länger machen. Also ich arbeite immer bis 3:30. Ja, bin dann so grob um 4 zu Hause. Weil ich brauche auch mal, wenn ich zu Hause bin, erstmal so 5 oder 10 Minuten zum Chillen. Ja, um 4 kann ich denn was machen. Und ja, ihr seht ja selber, dann ist es schon fast dunkel. Es dauert jetzt noch eine halbe Stunde und dann ist es wieder stockende Duster, ey. Ich hasse diese Jahreszeit einfach. Grauenhaft. So, ich mach mal Visier runter. Nicht, dass hier die übelsten Windgeräusche sind. Puh, nicht zu schnell fahren hier. So, jetzt suche ich uns mal einen schönen Spot, wo wir jetzt gleich mal anhalten. Und dann gehen wir mal um die Schwalbe rum. Oh, wenn die Sonne jetzt auch weg ist, wird es auch richtig schlagartig kalt. Also, wo ich losgefahren bin, war es schon kalt. Aber jetzt ist es richtig kalt. Ja, ich weiß nicht, wie viele Videos ich noch mit der Schwalbe machen werde, weil, wie gesagt, in letzter Zeit hat es bei uns nur geregnet.
Da konnte ich einfach keine Videos machen oder wollte ich auch nicht, weil wenn es regnet und so arschkalt ist, da fehlt mir einfach die Motivation. Ich versuche trotzdem noch so viele Videos zu machen wie möglich mit der Schwalbe hier. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir nächstes Jahr im Frühling oder Sommer hin nochmal mit GoVax zusammen einfach nochmal alle durchgehen können. Vielleicht lässt sich da irgendwie was vereinbaren, dass wir da nochmal die Schwalbe haben können. Denn auch den El Moto Loop, damit haben wir ja leider ja auch nur ein Video gemacht. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass ich das alles nächstes Jahr nochmal haben kann und dann ja einfach bei warmem Wetter nochmal testen kann. Weil dann kann man auch ein bisschen mehr machen als jetzt aktuell. So, wir halten jetzt einfach mal hier an. Gut ist. So, und zwar haben wir einmal einen Hauptständer. Das kann ich euch kurz zeigen. Da haben wir den Hauptständer, kann man die so aufstellen. Aber wir haben auch einen Seitenständer. Ich kann sie mal kurz auf den Seitenständer stellen. Das geht auch. Zack. Zack. Haben wir sie auf den Seitenständer stehen. Sieht ein bisschen cooler einfach aus. Ne? Finde ich, hat ein bisschen mehr Stil. Ja, ansonsten. Ich stelle jetzt mal wieder kurz auf den Hauptständer. Haben wir auch ein kleines Helmfach. Das Helmfach ist leider echt winzig. Also man kriegt da keinen Helm leider rein. Das finde ich ein bisschen schade. So, dann machen wir mal kurz Zündung aus. Einfach macht man hier unten auf. So, zack. Das ist so gesehen das Helmfach. Da kann man vielleicht ein Portemonnaie reinpacken, die Papiere, einen Schlüssel, vielleicht noch ein, zwei Dosen Cola. Ja, halt so ein paar Kleinigkeiten kann man hier reinpacken, aber mehr passt ja leider auch nicht rein. Und ja, hier ist auch schon das Ladegerät so gesehen. Also im Endeffekt ist es nur ein Kabel, das nimmt man hier raus. Ist auch ziemlich lang, wir können mal gucken. Ja, wenn man das so richtig zieht, sind das locker 5, 6, 7 Meter. Ja, easy. Also 5 Meter sind es bestimmt. Ja, steckt man einfach in die Steckdose und dann, ja, lädt die Schwalbe auf. Das finde ich auf jeden Fall auch cool. So, das machen wir hier wieder zu. Hier hinten mit dem Gepäckträger, da kann man bestimmt auch noch was machen. Also wenn das meine Schwalbe wäre, ich würde mir so einen Koffer kaufen und den Koffer hier hinten drauf machen. So. Aber so einen richtig geilen alten Lederkoffer. Kennt ihr die? Die so, ja, diese alten Lederkoffer einfach wie früher auf den Mopeds. Finde ich richtig, richtig geil. Ja, ansonsten vom Optischen her, wie gesagt, der Look gefällt mir richtig gut. Gerade mit dem Schwarz-Rot und den Chromfelgen. Mir persönlich gefällt es wirklich richtig gut, weil es eine geile Kombination aus der alten Schwalbe und der Elektroschwalbe einfach, ne? Ja, einmal gibt es ja die Schwalbe als 45 km/h Version. Die kostet ungefähr, je nachdem, ab und zu gibt es auch Angebote, aber so ungefähr 5.500 Euro. Und die 90 km/h Version, also so gesehen die A1 Version, Die kostet so ungefähr 7.000 Euro aktuell. Aber je nachdem, es gibt ab und zu Angebote, also kann es auch sein, dass sie ab und zu mal ein bisschen günstiger ist. Aber das sind so grob die Preise dazu. Man muss dazu sagen, natürlich stolze Preise erstmal. Aber andererseits geht's auch, möchte ich sagen. Wenn ich überlege, früher so ein Aprilia SR50 Ditech, so ein Einspritzer, hat damals ungefähr 3.000 Euro gekostet. Hier liegen wir bei der 50er ungefähr bei 5.500 und... was hatte ich gesagt? Die 90 km/h Version, also A1 Version, sind wir bei 7 war mal, glaube ich. Ne? Okay, für eine richtig gute A1 Maschine bezahlt man ja auch, glaube ich, im Schnitt 4.000, 5.000 Euro. Und man muss einfach sagen, dass gerade so Elektrosachen noch ziemlich teuer sind. Ja, das stimmt schon, muss man einfach auch mal so sagen. Ist ja bei E-Autos nicht anders. E-Autos sind aktuell auch noch sehr, sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, weil es einfach alles noch neu ist. Ich denke mal, wenn es so eine richtige Massenproduktion irgendwann kommt, dann werden die Preise auch schlagartig sinken. Ich glaube, das teuerste ist aktuell einfach noch die Batterie einfach. Und ja, da werden ja in der Batterieforschung tut es hier auch viel. Die Batterien werden immer kleiner, haben immer mehr Kapazität und ja, aktuell werden da noch viele Rohstoffe für gebraucht für eine Batterie und auch viele Rohstoffe. Die vielleicht auch nicht so umweltfreundlich im Abbau sind, da bin ich ganz ehrlich. Also ich komme ja aus der Rohstoffbranche, ich habe ja davon ja auch Ahnung. Aber da tut sie auch viel, dass sie gewisse Rohstoffe weglassen wollen und ja, die Batterie auch grüner machen wollen, so gesehen. Also ja, wir befinden uns aktuell wirklich in einem Wandel einfach und ja, ich bin einfach mal gespannt, was die nächsten Jahre passieren wird, wie es weitergeht. E wird auf jeden Fall eine Zukunft haben, aber ob das wirklich E-Mobilität die Zukunft für alles ist, das glaube ich nicht. Also ich glaube auch, dass Wasserstoff noch ganz groß kommen wird. Das ist meine Meinung. Ich glaube, Wasserstoff wird auch noch, ich sag mal so E-Bikes oder so, das wird immer E bleiben, das schon. Aber ich glaube, so Autos oder
Bus, Bahn und Flugzeuge und so alles, ich glaube, das wird alles Wasserstoff werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ihr könnt ja einfach mal eure Meinung darunter schreiben, was eure Meinung dazu ist. Also ich bin der Meinung, Autos werden so halb Wasserstoff, halb Elektro werden. So Motorräder, Roller und so alles rein elektrisch. Und Bus, Bahn, Baumaschinen, Traktoren, Schiffe, Flugzeuge, Bahn. Das wird alles mal Wasserstoff werden. Da bin ich fest von überzeugt einfach. Ja, ansonsten muss man sagen, die Schwalbe gibt es auch in mehrere verschiedene Farben. Einmal in der Farbkombi, dann in Gelb und dann, ich glaube, in so ein Rot-Weiß. Kann auch sein, dass es noch mehrere Farben gibt, aber die drei Farben hatte ich auf jeden Fall schon gesehen. Also man hat auch so ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen Spielraum bei den Farben. Ja, Batterie haben wir hier auch wie bei den meisten Sachen eine Bosch-Lithium-Ionen-Batterie fest installiert. Diesmal hier bei dem Moto Loop konnte man ja die Batterie einfach rausnehmen. Hier ist die Batterie fest installiert und deswegen hat man auch einfach nur so ein Ladekabel da drin und nicht so ein Akkuladekabel, sage ich mal, so wie beim Moto Loop. Ja, wenn man im Standard-Lademodus die Schwalbe auflädt, also richtig auflädt, dauert das ungefähr 5 Stunden. Finde ich, geht auch vollkommen in Ordnung. Ja, die ersten 50% hat man ungefähr in 1,5 Stunden vollgeladen, also im Schnelllademodus. Das geht auf jeden Fall fit, möchte ich sagen. Ansonsten haben wir vorne und hinten. Ja, wir haben vorne und hinten Scheibenbremse. Muss ich kurz gucken. Hinten haben wir kein ABS. Aber wir haben vorne. Vorne haben wir ABS. Hier ist der ABS-Ring so gesehen. Also ganz wichtig auch. ABS haben wir auch standardmäßig verbaut. Ja, vorne und hinten hatte ich ja auch schon mal gezeigt. Vorne haben wir LED-Licht und hinten ist es auch LED-Licht. Blinker gehe ich auch stark von aus, dass es LED-Blinker sind. Vorne würde ich auch mal vermuten, dass es LED-Blinker sind. Bin ich mir aber gerade nicht ganz so sicher. Das Gesamtgewicht mit den zwei Batterien sind 135 Kilo. Finde ich jetzt echt vollkommen in Ordnung. Ich hätte gedacht, gerade weil die Batterien immer so schwer sind, ich hätte jetzt gedacht, die wiegt echt 150 oder 160 Kilo. Dann ist sie echt leichter, als ich dachte. Ansonsten auch noch wichtig, man darf hier drauf zu zweit fahren, weil die Sitzbank ist verklein, war ja bei der alten Schwalbe früher auch so, aber es ist eine Zweisitze, also man darf zu zweit fahren. Achso, und wegen Antrieb, hier haben wir keinen Kettenantrieb, sondern hier haben wir einen Riemenantrieb, sieht man hier ganz gut. Ist auf jeden Fall auch eine feine Sache, wird ja mittlerweile auch viel verbaut bei Motorrädern. BMW macht ja, glaube ich, mega viel mit Riemenantrieb. Als Motor haben wir hier vom Bosch einen verbaut. Ein Bosch-Motor ist hier drin verbaut. So Leute, das waren so die groben Daten jetzt dazu. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber nochmal zum Allgemeinen einfach. Ich finde, es ist sehr, sehr, sehr hochwertig, die Schwalbe. Muss ich einfach mal sagen. Also ich habe mir die mal wirklich genau angeguckt und mal ein bisschen angegrabbelt überall. Also die ist wirklich sehr hochwertig verbaut. Und wie gesagt, sind ja auch gute Komponenten verbaut. Und ich sag mal, allein der ganze Motorantrieb und so ist von Bosch. Ich sag mal, Bosch ist eine riesengroße Marke. Deutsche Firma, also das ist schon echt Qualität, muss man einfach mal so sagen. Ne? Ich glaube, wenn ich da nicht falsch liege, Bosch baut auch mega viel Elektromotoren für E-Bikes. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da Bosch auch riesengroß drin ist bei E-Bikes mit den E-Motoren. Ja, komm, fahren wir jetzt mal eine Runde. Den Schlüssel brauche ich nochmal. So, mal Zero an. So, beide Bremshebel drücken und einmal hier drauf. Zack, jetzt sind wir wieder automatisch. Jedes Mal, wenn man wieder neu startet, sind wir automatisch im Go-Modus. Aber ich mache direkt wieder... Ich bin auch gar nicht im Cruise-Modus gefahren. Jetzt fahren wir mal im Cruise-Modus. Dann fahren wir hier lang. Ja, der Cruise-Modus ist auch ganz cool. Also der geht echt gut ab. Jetzt haben wir jetzt mal kurz anhalten. So, wir machen kurz den Boost-Modus rein. Ja, aber der Boost-Modus hat nochmal ein bisschen mehr Power. Ja, das war so das Grobe und Ganze erstmal zu der Schwalbe, wo ich es ja heute einfach mal vorgestellt habe, damit ihr mal so grob wisst, was da los ist. Ansonsten werde ich euch auf jeden Fall die Links wieder zu der Schwalbe, falls ihr darüber mal ein bisschen lesen wollt oder bei GoWex allgemein mal vorbeigucken wollt. Die haben ja noch mehr Elektrofahrzeuge im Angebot, zum Beispiel den Elmoto Kick, den ich habe, diesen Straßen-E-Scooter. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Die Qualität davon ist einfach mit Abstand das Beste, was ich bei Elektroscootern kenne. Also ich habe noch keinen E-Scooter gefunden, der so krass verarbeitet ist wie der Elmoto Kick. Also es ist wirklich, das Ding ist geil, muss ich euch einfach mal so sagen. Ja, ansonsten könnt ihr, ich verlinke euch das unten, da könnt ihr mal vorbeischauen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da, weil ich fahre jetzt auch wieder nach Hause, weil es ist jetzt dunkel. Oder dunkel noch nicht, aber fast dunkel, aber es ist arschkalt. So, also bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, ciao und tschüss.